Hallo alle miteinander. Seid gegrüßt zum fünften Teil des Tutorials Industriegleis bearbeiten. Und in dem heutigen Teil werden wir das Speditionsgelände zur Vollendung bringen. Ja, was seht ihr jetzt hier? Das sind die Steinplatten von CH Kreativ, einem deutschen Hersteller. Und diese Platten gibt es auch schon seit ewigen Jahren. Schon länger als Vollmer mit seiner Steinkunst jemals auf den Markt gekommen ist. Ich behaupte auch mal, die haben das wahrscheinlich eher bei CH Kreativ abgeschaut. Ja, und diese Platten sind einfach nur genial. Sie sind völlig flexibel, lassen sich mit einer Schere bearbeiten und so den jeweiligen Gegebenheiten bestens anpassen. Ihr seht, mal eben schnell nochmal ein kleines Stückchen mit der Schere vorweggeschnitten und schon sitzt sie so, wie sie denn sitzen soll. Ja, befestigen kann man diese Platten ganz normal mit wieder Leim oder auch anderen Kleber, weil diese Steine sitzen ja auf einem Vlies, welches dann einfach auf den Untergrund aufgeklebt wird. Leim hat natürlich auch den Vorteil, dass es etwas länger flexibel bleibt und man kann die Platte, die ja auch schön flexibel ist, hin und her schieben, so dass alles passt. Ja, dann das übliche Verfahren wieder: auflegen, festkleben, beschweren, und wenn alles fest ist, kann es weitergehen. Wie ihr seht, habe ich hier mittlerweile auch schon die zweite Platte liegen, so dass vor der Rampe alles schon fertig ist, und hier kommen wir jetzt zum nächsten Teil: einmal die Zufahrt und des Weiteren auch der Parkplatz für die PKWs neben dem Gebäude. Und hier konnte ich es auch wieder sehr gut sehen, anzeichnen, mit der Schere durchschneiden. Und schon ist es so, wie es sein soll. Immer wieder leicht anpassen, ob es denn jetzt so passig ist und schön ineinander übergeht. Ist das der Fall, zeichnet man drumherum an, damit jetzt der Kleber in der richtigen Position angebracht werden kann. Hier könnt ihr jetzt sehen, jetzt nehme ich mal nicht das Punal bzw. den Leim, sondern hier unseren
Spezialkleber auf Isopropanol-Basis. Auch der ist genial, um solche Platten zu kleben und vernünftig zu fixieren. An den Rändern schön runterdrücken, wieder beschweren und durchtrocknen lassen. So seht ihr, wiederholen sich eigentlich die Arbeitsschritte immer wieder auf 9. Hier habe ich jetzt mal Kurvenelemente von CA Kreativ. Was ich da jetzt gerade wegschneide, das ist halt das Trägermaterial, was bei vielen Platten halt sogar übersteht. Und man dann mal eben den richtigen Abschluss mit der Schere nachhelfen muss. Ja, und hier heißt es jetzt immer wieder anpassen. Anlegen, ausprobieren. Bis man dann es so hat, wie es nachher aussehen soll. Da habe ich jetzt von einer Platte, die über war, die Abschlussbegrenzung abgeschnitten und werde diese nachher hier in den Parkplatzbereich wieder anbringen. So, und auch hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich halt ein kleines Zwischenstück brauche, mir das eigentlich aus einer größeren Platte rausschneide und dementsprechend alles zurechtschneide, so dass ich meine Zufahrt mit dem Bogen vernünftig hinkriege. Ja, nachdem alles wieder richtig zurechtgeschnitten wurde, wurde angezeichnet, der Kleber aufgebracht. Und die einzelnen Platten werden wieder auf die Platte geklebt. So, falls ihr euch jetzt gerade gewundert habt, was ich da gemacht habe. Ich habe da jetzt Gras wieder weggekratzt, was ein bisschen zu weit in den Platz hineingereicht hat, um dort jetzt halt diese Abschlusskante anbringen zu können, nachdem die dann auch wieder vernünftig zurechtgeschnitten ist. Hier ebenfalls aufkleben, festdrücken und schon haben wir hier eine vernünftige Abschlusskante. Ja, auf der anderen Seite ist ja auch noch nichts gemacht worden.
Hier auch wieder dasselbe Thema, wie wir es ja in den anderen Teilen schon hatten. Erstmal wieder Mutterboden aufbringen. Hier fülle ich jetzt sogar so stark auf, dass ich den Übergang zur Platte und zu den Platten, zu diesen Betonplatten herstelle. Und jetzt kommt der große Vorteil gleich von diesem Kleber. Dadurch, dass er auf Isopropanolbasis ist, kann ich auf diesen losen Butterboden den Kleber aufbringen. Und der Mutterboden schwemmt nicht auf. Halt ganz großer Vorteil. Noch besser als jetzt bei Spüliwasser. Isopropanol bricht die Oberfläche noch besser auf. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie sich das dann schön verteilt. Nachdem unsere Zufahrt jetzt auch fest ist, kommt natürlich hier auch eine Abschlusskante. Und auch gerade hier könnt ihr jetzt sehen, das Schöne ist, dass dieses Material so schön flexibel ist. Es ist also auch keine Schwierigkeit, das Material im Bogen zu legen. Um so einen vernünftigen Abschluss zu kriegen. Auch hier jetzt wieder nachdem der Parkplatz liegt, kann man ja sehen, dass noch ein freier Bereich ist und jetzt auch hier neben der Einfahrt kann jetzt alles wieder mit dem Mutterboden abgeschlossen werden. Und nachdem der durchgetrocknet ist, kommt natürlich hier auch wieder Grün drauf. Ja, in der Zeit, wo jetzt oben alles trocknet, müssen natürlich auch die LKWs für die Spedition mal hergerichtet werden. Und da habt ihr ja jetzt die Kiste gesehen. Und diese Kiste möchte ich jetzt halt in dem Sinne in den LKW verladen. Und dafür muss er seine Plane und seine Spiegel öffnen. Also heißt es, Plane aufschneiden, die Spiegelklappen gleich öffnen, aufsteigen und dann alles wieder vernünftig zusammenkleben. Und Leute, wie gesagt, seid nicht zu ängstlich. Habt den Mut und probiert es einfach aus, weil es ist natürlich nachher eine tolle Wirkung, wenn die Fahrzeuge dann nicht alle stehen, als wenn sie aus der Verpackung kommen. So, nachdem jetzt alles aufgeschnitten wurde, muss es natürlich auch gesäubert werden. Dann wird der LKW-Boden farblich behandelt. In diesem Fall einfach mit einem Braun.
ja doch viele LKW-Böden sind. Da wir ja dadurch, dass er offen nachher auf dem Speditionsgelände steht, auch dort wirklich hineingucken können. Ja, und hier kommt jetzt unsere neue Plane. Aus einem stinknormalen Taschentuch. Dazu sage ich gleich, Taschentücher sind ja heutzutage meistens 4-5-lagig. Also wenn ihr 2 Lagen davon nehmt, reicht das eigentlich. Als erstes wird das Taschentuch ganz normal wieder aufgeklebt, als würde es runterhängen als Plane. Dass der Kleber durchgetrocknet, schlagen wir das Taschentuch um und verkleben es dann oben auf dem Dach nochmal neu, bevor wir es dann farblich behandeln. Auch nachdem jetzt der LKW farblich alles behandelt ist von innen, kommen hier die Klappen natürlich wieder drauf. Nur, dass sie jetzt halt nach unten hängen, also geöffnet sind. Da wo jetzt der Kleber übergetreten ist, farblich nochmal behandeln. Und jetzt wird die umgeschlagene Plane farblich behandelt. Es ist auch nicht schlimm, dass der Farbton vielleicht nicht ganz getroffen wird. In den meisten Fällen hat die Plane eines LKWs innen nicht wirklich dieselbe Farbe wie außen. Liegt natürlich zum einen an der Sonneneinstrahlung, zum anderen dass sie auch teilweise zweilagig ist. Es kommen natürlich noch die Spiegel an den LKW, das ist ja auch ganz wichtig, wenn so ein Fahrzeug dann vernünftig auf der Anlage stehen soll. Und Kennzeichen braucht das gute Stück hier auch. Das sind jetzt ganz stinknormale Kennzeichen, die ich mir selber erstellt habe im Excel-Programm. Und auf selbstklebenden Papier aufgedruckt habe. Eine relativ kostengünstige Sache und hat aber einfach eine tolle Wirkung. So, Kennzeichen sind ran. Jetzt malen wir noch die Schlusslichter, die bei diesem Modell leider noch in dem ganz stinknormalen Schwarz des Rahmens sind. Nachdem das auch erledigt ist, machen wir mal eine kleine Probeverladung. Und so kann das Ganze dann nachher aussehen.
Ja, während ich im Keller gesessen habe, fiel mir noch ein alter Kibri-Fahrradstand in die Hände, den ich dann natürlich auch gleich fertig gemacht habe. Und jetzt haben wir ja schon dort Mutterbohnen verarbeitet. Aber das ist kein Problem. Wir nehmen uns Isopropanol, tröpfeln dieses auf den Mutterboden und können so den Mutterboden ganz einfach von der Platte wieder lösen. Und daran könnt ihr sehen, auch wenn ihr schon irgendwas gemacht habt, es gibt viele Varianten und Möglichkeiten, um was rückgängig zu machen. Sei es im Farbbereich, sei es ja jetzt hier mit dem Kleber. Auch wenn ihr zum Beispiel Gleise eingeschottert habt und ihr müsst die Gleise wieder abreißen, weil das Gleis soll verlegt werden oder warum auch immer. Auch das ist möglich. Habt ihr Holzleim verwendet, müsst ihr es ganz normal mit einer Spüli-Lösung einweichen und dann vorsichtig mit einem Spachtel unter das Gleis gehen. Habt ihr hier zum Beispiel unseren Kleber, wird das Gleis mit Isopropanol eingeweicht. Und alles ist machbar. Deswegen habt da nicht so viel Angst. Ihr müsst da einfach mal was ausprobieren. Und ihr werdet schon euren Weg finden. Testen, testen, testen ist immer wieder das Motto bei diesem Hobby. So, nachdem wir den Mutterboden da ja entfernt hatten, war jetzt der Fahrradständer an seinen Platz gekommen. Gehwegplatten drumherum und schon ist die Sache fertig. Ja, hier jetzt auch wieder das stinknormale Thema, was ja auch jeder macht. Punktuell Leim aufbringen mit dem Grasmaster, die Fasern einschießen. So, und jetzt kommen noch Unkrautbüschel. Da habe ich jetzt mal von Mini Natur diese beiden Varianten jetzt genommen. Das sind solche Platten, wo man dann halt die einzelnen Büsche von mit einer Pinzette abziehen kann und da, wo man sie haben möchte, aufbringt. Aber auch das werden wir jetzt gleich mal abkürzen. Das kennt ihr ja auch schon aus dem Teil von vorher, als wir das Grün in Teil 4 besprochen haben. So, auch hier auf dieser Seite habe ich schon Grün aufgebracht. Und jetzt kommen wir zu Gullydeckeln. So ein Platz braucht natürlich auch Gullydeckel. Und die gibt es so schön als Lasercut von Noch. Dazu nimmt man ein 10er Stemmeisen. Durchschlägt damit das CA Kreativ
Steinkonstrukt zieht dieses von der Platte wieder ab und setzt so den Gullideckel ein. Kleines, feines Gimmick, aber hat eigentlich nachher auch seine Wirkung. Nachdem wir das jetzt alles geschafft haben, geht es endlich los und wir können mal Fahrzeuge aufbringen. Ein paar PKWs für die Büroangestellten, die sich das damals schon ein bisschen leisten konnten. Und hier die bearbeiteten Fahrzeuge, die Anhänger, die geöffnet wurden und verschiedene LKWs. Wie ihr seht, die haben alle entweder einen LKW-Fahrer gekriegt, sie haben auf jeden Fall alle ein Kennzeichen bekommen. Natürlich alle farblich behandelt, indem sie ein bisschen gealtert sind. Die Spiegel sind alle angebracht worden. Es sind teilweise die Frontachsen mit Lenkeinschlag gemacht worden. Und so kann man eins nach dem anderen machen und erhält dadurch eine Wirkung, die mehr nach Leben aussieht, als wenn ich jetzt einfach nur einen LKW aus der Packung nehme und hinstelle. Bei einem LKW habe ich zum Beispiel auch die Fahrertür geöffnet. Auch wichtig, so einen schönen alten Mülleimer, den es damals gab. Noch in der Metallausführung, heutzutage sind die alle aus Kunststoff. Sowas bringt man natürlich auch noch mit aufs Gelände. Und wie ihr seht, füllt sich der Platz immer mehr. Jetzt kommen noch die Figuren. Die haben unten in den Fuß einen Federstahldraht reinbekommen. Der Vorteil ist, dadurch kann ich sie nämlich variieren, wo ich sie hinsetzen möchte. Brauche sie nicht auf eine Platte zu kleben. Und kann sie auch mal wieder wegnehmen, um sie zum Beispiel woanders hinzusetzen, woanders eine Szene darzustellen. Ja, und jetzt könnt ihr das ganze Ergebnis mal sehen. Machen wir einen kleinen Überflug. Auch die Speditionshalle ist natürlich komplett gefüllt mit Speditionsgütern, Figuren, die Büros sind alle ausgestattet, und wenn dann irgendwann mal Licht angeschlossen wird, kann man dieses auch durch die offenen Tore oder Fenster sehen. Ja, und damit möchte ich mich bedanken für alle, die es gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wer noch kein Abo hat. Ich freue mich natürlich auch immer wieder über einen neuen Abonnenten. Und lasse euch dann jetzt mit den Bildern alleine. Bis demnächst. Tschüss.